Yo, es geht los. Die Japan-Reise beginnt. Also fast. Ich sitze noch in meinem Büro und werde aber gleich abgeholt und dann beginnt die wilde Fahrt. Es geht von Kiel nach Hamburg und dann von Hamburg nach Dubai und von Dubai nach Tokio. Und auf dieser Strecke werde ich euch natürlich auch mitnehmen. Ist Ehrensache. Also ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Schiss, dass ich was vergessen habe. Aber wird schon irgendwie gut gehen. Ich glaube, das Wichtigste ist sowieso das kleine Ding hier. Aber das werde ich nicht mehr aus der Hand legen, bevor es losgeht. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass wir nicht allzu viel Stau haben, rechtzeitig in Hamburg ankommen und dann ab nach Dubai fliegen. Da ohne Scheiß, er kam, glaube ich, gefühlt auf die letzte Minute, ja? Nein, ich hätte sogar noch eine halbe Stunde Zeit gehabt. Na, es ist gelogen. Er war genau in der Schlange, als wir rein durften, die Zone F, ja, die letzten. Ja, wir waren überpünktlich. Pünktlich waren wir. Okay, wir sind jetzt in der Emirates im Flug nach Dubai, ja? Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Beinfreiheit, um das mal zu zeigen. Wir haben aber auch dafür bezahlt. 80 Euro mehr. Oder 85 Euro. Aber okay, 6 Stunden davon extrem viel Beinfreiheit und danach von Dubai nach Tokio mal gucken. Also haben wir 6 Stunden gesagt? 6 Stunden fliegen wir jetzt erst. 8 Stunden. Fliegen wir 8? 8, 2 Stunden in Dubai und dann 8 nach Tokio. Das ist 2x8 Stunden fliegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir 6 Stunden nach Dubai fliegen, 2 Stunden Aufenthalt und 10 Stunden nach Tokio. Na, kein Quatsch. Doch, doch, guck nach. Ich habe keine Ahnung, warum Leute keinen Tomatensaft mögen. Es rechnet im Flugzeug, es schmeckt einfach hier 100.000 Mal geiler. Es schmeckt so gut, es ist kein Witz. Tomatensaft, beste. Boah, Alter, Schwede, das ist auf meine Schelle. Endlich in Dubai angekommen. Du kriegst draußen die Schelle des Todes. Es ist so warm, aber es ist okay. Wir sind sowieso nur 2 Stunden hier. Das heißt, klimatisiert am Flughafen. Und dann geht's nämlich nochmal für 10 Stunden. Und dann aber nach Tokio direkt. Also, wird schon. Hallo. Guten Tag, ne? Also laufen Sie durch. Nee. Dankeschön, Dankeschön. Hallo. Hallo. Welcome aboard. 25A und es wird noch kälter, was? Achso. Ein Oven. Ne? Oh, ist das ein Träumchen, wa? Kann ich wieder am Gang sitzen? Willst du? Yes. Okay. Olli will auf jeden Fall direkt will er auf Toilette. Direkt. Ah, nochmal. Oh Gott. Da kommt sogar raus, du. Und so kocht man. Oh no.
dachte, pinkelst da gerade hin, Alter. Der pinkelt wohl. Ich dachte, wie er hier. Yo, wir sind in Japan. Ja. Tatsächlich bin ich echt. Ich glaube, ich habe mich richtig verhalten. Kann heute Abend gut schlafen, denn es ist, glaube ich, jetzt Ortszeit 22 Uhr oder 21.30 Uhr oder so. Jo. Und naja, wir gehen nochmal einkaufen. Und dann geht's ins Hotel, dann nehme ich euch noch mit hin und dann geht's aber in die Haya und dann müsst ihr aber auch schlafen. Oh, Early hat er noch mit reingepasst, glaube ich. Sag dir das nicht, sonst ist das traurig. Ja, gut, sag ich ihm nicht. Oh, so nice. Hi, Brex, na? Hi, Douglas. Bitte nicht so eng ran, ja? Auf ins Hotel. Wow, okay, wir sind da. Im Hotelzimmer. Das erste ist ein Spiegel, damit ich mich selbst schön begutachten kann, wie fertig ich aussehe nach gefühlt 24 Stunden Reise. Ich bin zusammen mit Vex auf einem Zimmer. Hallo, guten Tag. Hi. Hi, na? Der sich sogar vorgenommen hat, duschen zu gehen. Ja, ja, hat er geplant. Hier, da ist das Bad. Hier in Japan. Ist eigentlich ganz, also es reicht locker, ne? Hast du eine kleine Dusche, ja. Hast eine fancy Toilette. Auf jeden Fall ist da ein LED, das heißt elektronisch ist sie. Vielleicht macht die ja fancy Sachen. Wofür ist das die Spülung? Ja, das ist die Spülung, ja. Vielleicht kann sie irgendwas Cooles. Oh, zwei. Oh, das ist cool. Zweimal zu lecken. Oh, krass, Alter. Kannst du gleich zwei auf einmal benutzen. Du bist ja ein Glas. Oh, ein Glas, Junge. Das ist das Mundausspielen, wenn du Zähne putzt, aber das kennst du nicht. Hier haben wir das Bett. Das ist ja ein Riesenbett für dich, ne? Alter, hier ist eine Klimaanlage sogar. Das ist nach Monaten ein aufgebautes Bett für mich, ja? Klimaanlage. Dann haben wir hier mein Bett. In der Mitte haben wir noch so ein. Oh, wir haben Badeschlappen. Und Föhn. Es ist übrigens Ortszeit 12.49 Uhr. Stimmt das? Das stimmt, ich ne? Nehme an, ja. Wahnsinn, wie spät das schon ist. In Deutschland ist es gerade 5:45 ungefähr. Ich dachte, es wäre 7 Stunden Zeitverschiebung. Schade. 7 Stunden Zeitverzögerung haben wir übrigens ungefähr. Ist das deine neue Freundin? Ja. Das erkennst du an dem Zufriedenheit. An den Brüsten. Ja, ja. Ja, sie sieht aber auch, das ist auch echt ein falsches Lachen. Die, sie, eher, die ist nicht wirklich so glücklich. Cringen. Bist du reich? Ich glaube, die ist wegen dem Geld hinter dir her. Ja, YouTube Money. Nice. Fernseher ist da. Die Aussicht ist jetzt nicht der Wahnsinn. Guck mal, hier haben wir einen coolen Hocker, wir haben Vorhänge, Mini-Kühlschrank, ein Safe, den ganzen Kladderadatsch. Und der Ausblick ist natürlich der Hammer. Ich meine, man spiegelt sich jetzt gut, aber das ist der Ausblick. Ist natürlich nichts wahnsinnig Tolles, aber wir sind relativ zentral dementsprechend. Ich bin gespannt, wir gehen gleich zum Don. Der wird uns gleich noch vorgestellt, der Don. Und dann gehen wir noch zu Mc's. Und dann geht's in die Haya und dann geht's morgen erst richtig los. Die Kostüme für dich. Alter. Weep as fuck. Weep as fuck. Schon mal dahin. Ja, da habe ich euch jetzt ja nicht mehr so viel gezeigt, wa? War einfach so ein Ramschladen, der einfach komplett überfüllt war. Und du gehst da rein und denkst, es ist Tag. Das Licht ist einfach mal, es ist taghell da drin. Gehst raus, es ist dunkel. Dann wollten wir zu Mc's, hat er nicht mehr auf. Gerade als wir angekommen sind, haben sie zugemacht. Ich habe dann auch so Reisbällchen gekauft im 7-Eleven, also einen kleinen Supermarkt. Super lecker gewesen. Rex hatte Sushi. Und jetzt geht's in die Haya. Und dann war es das mit der Anreise nach Tokio. War auf jeden Fall super anstrengend, aber es lohnt sich. Die nächsten 12, 13 Tage werden, glaube ich, sehr, sehr geil. Und morgen geht's direkt los, da werden wir Hotcake essen. Also es ist, glaube ich, sowas wie Pancakes, nur dicker oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir werden mal gucken. Das Ganze wird aber erst später losgehen, so gegen 12 Uhr mittags. Ortszeit natürlich. Also macht Sinn. Zu guter Letzt nochmal ein fettes, fettes Danke an Warface. Die haben ja mit meinem Vlog hier finanziert. Das habe ich am Anfang schon erwähnt. Jetzt am Ende des Vlogs werdet ihr nochmal Gameplay sehen. Dann könnt ihr euch ein Bild davon machen. Unter Videobeschreibung ist nochmal ein Link. Und wie gesagt, wer sich für Warface interessiert, der bleibt einfach dran, zieht sich das Gameplay rein. Und ja, wenn ihr wollt, testet das Spiel aus. Ich feiere es tatsächlich, auch wenn es ein PP ist. Trotz alledem finde ich es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, für die Leute, die jetzt abschalten. Bis zum nächsten Vlog. Haut rein, wir sehen, macht's gut. Like nicht vergessen. Und tschüss. Ja, tschüss, tschüss. So, wir joinen jetzt in-game bei Warface und ich möchte vorweg sagen, ich bin wirklich, wirklich froh, dass ich mit Warface so eine Möglichkeit habe, jedenfalls einen Teil dieser Japan-Reise zu refinanzieren. Erstmal, weil es natürlich immer praktisch ist, dass man dann nicht alles selbst zahlen muss, was klar ist, aber vor allem, weil ich das Spiel wirklich, wirklich gern spiele. Das erste Mal habe ich das sogar gespielt vor 3 Jahren, als es frisch auf Steam rausgekommen ist. Komm.
Sind wir hier jetzt Erster? Ich kenne die Map nämlich schon. So. Wir chillen jetzt hier ein bisschen. Okay, anscheinend sind wir hier als Erster. Okay. Ja, wie gesagt, wir haben einfach mal... Also ich habe dieses Spiel schon so lange gekannt und total vergessen. Und durch solche Kooperationen findet man solche Sachen halt einfach wieder. Und das finde ich super nice. Also... Oh, Alter, wie viele Aufsätze wir haben. Und ich freue mich halt, dass es möglich ist, dass ich euch das zeigen kann. Wenn ihr mich unterstützen möchtet und ihr denkt, alles klar, ein Free-to-Play-Shooter oder so, kann man mal mitnehmen. Ich kann nur Brief und Siegel geben. Ich feiere Warface wirklich, wirklich, wirklich. Und Link unten ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr denn raufgehen, wenn ihr denn Lust habt. Alter, wie viel Schuss wir haben. Okay. Das war jetzt nicht so gut. Warte mal gucken, verlieren wir Damage? Okay, wir machen das mal runter. Ja, also wer es nicht kennt, ist ein Free-to-Play-Shooter. Du kannst dir Cosmetics kaufen oder andere Waffen. Du musst sie teilweise reparieren nach einer Zeit. Du kannst dir neue Waffen kaufen und so weiter und so fort. Es gibt Skins. Es gibt besondere Smoke-Grenades, um das zu zeigen. Wir haben so eine Special-Rote, weil wir halt ein Paket gekriegt haben damals zum Dings hier, zum Dings-Zeitpunkt. Zu Gamescom. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay. Wir haben ziemlich viel Schuss, was ziemlich praktisch ist. Denn gerade bei Team Deathmatch geht es das eine oder andere Mal dann doch ziemlich actionreich zu. Nicht an der. Oh. Ich glaube, ich bin hier an der Base. Fuck! Wo kommen die denn her? Oder spawnen die da? Ich weiß es gar nicht genau. Die haben Spawnschutz und so weiter, also dementsprechend keine Panik. Es gibt auch ganz viele andere Spielmodis. Bomben legen, es gibt irgendwie so einen VIP-Modus quasi, also ein... Kopfgeldjäger-Modus, ich weiß gar nicht, wie er genau heißt. Und noch andere. Also es gibt genügend. Er hat einfach mal 3 Stück geholt. Eine OP-Mine, die er da gelegt hat, Alter. Und ich glaube, ich habe sie ausgelöst. Ich spiele übrigens das erste Mal mit der Para. Ich habe sonst immer mit einer anderen Assault Rifle gespielt. Shandy, du Nutte! Okay, es ist aber auf jeden Fall der Close Combat Weg da vorne. Vielleicht sollten wir mal auf Shotty wechseln, oder? Wir wechseln mal auf Sanitäter für die nächste Runde. Er ist da links und hat nachgeladen. Bestimmt wieder eine Claymore geschmissen hier. Leiden manchmal ist echt. Da den Kopf noch richtig zu erwischen, ist halt auch nicht so einfach. So, jetzt haben wir 10 Sekunden Respawn-Zeit, sich daran, dass wir eine Klasse gewechselt haben. Deswegen ein bisschen Geduld, Geduld, Geduld. Wir sind Zweiter mit 9, 5, 22, 3? What the fuck? Er snipert halt. Ja, okay. Vielleicht ist Sniper hier die Geschichte. G-Pack macht's auf jeden Fall. Habe ich ihn vorher geholt, bevor die Mine es machen konnte. Diese Claymores! God damn it! Okay. Ein bisschen Sliderino-Action hier. Come on, Leute. Komm, ich hol dich.
wieder da, Boy. Du auch. Komm schon. Wieso kann ich dich nicht... Ah, er hat Restart gedrückt. Vielleicht sollten wir auch snipern. Wir snipern gleich mal. Dann könnt ihr jedenfalls einige sehen. Eine Sliding Nate. Wie kann er denn 3 Shotgun-Schutz? Ja, das waren 2 Meter oder so. Komm schon. 11-8, ey. Das ist auf jeden Fall nicht meine stärkste Performance hier. Normalerweise bin ich echt Top-Fragger. Immer. No joke. Ich kann euch gleich mal meine Statistik zeigen. Aber ich spiele halt auch nicht die Assault Rifle, die ich sonst immer spiele, muss ich gestehen. So, wo ist der? Keiner da. Granate! Nein! Oh, links, Alter. Kein Backup, wenn ich da nicht lang gehe, oder was? Hab ich Meme? Was hab ich denn eigentlich? Shit, ich hab gar keine. Ich hab keine. Claymores oder so. Ja. Eine COD oder was? Diesmal nicht, Alter. Ist er gerade vorbeigehuscht? Das war ganz nice. Oh oh. Habt ihr einen gesehen? Not safe. Nein! Ah. Gegen U4057651, die heißen übrigens alle so, weil man das im Client umstellen muss. Und nicht in-game quasi. Ganz lustig. Ich bin gespannt, was ihr generell von dem Spiel haltet, aber testet es auch selbst gerne erstmal aus, bevor ihr euch jetzt so ein Bild macht. Ich habe 100 Ingenieure getötet. Nicht, dass ich dafür gebannt werde. Wer ist dahinter? Er lebt noch. Oh mein Gott, ich dachte, er tötet mich. Shandy macht auch irgendwie alle nur mit der Claymore und so, kann das sein? Oh, das war's! Ja gut, eine KD von über 2, alles tutti, denn ich glaube, das spielt auch in meine Karten der Statistiken. Das sind wir, ne?
Der Doschke, Alter, ich sehe ja wohl am geilsten aus, hä? Heilige Scheiße, sieht das nice aus. Weißt du Bescheid, Alter? Sniper am Start, ey. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Ich bin mir nicht... Ich habe einen sogar wiederbelebt. Ich bin richtig krass. Ich bin mir nicht sicher, was ihr dazu sagt. Denn, ich meine, Ego-Shooter-technisch seid ihr diese Community ja auf jeden Fall, abseits vom Gambling. Skins gibt's hier übrigens auch, also... Weißt du Bescheid. Ja, ich zeige euch jetzt mal die Statistik, wenn wir aus diesem Ladebildschirm hier rauskommen. Und dann gucken wir mal, wie ich jetzt die letzten, ich glaube, 8 Stunden oder so habe ich mittlerweile, wie ich da so stehe. So, weiter. Was haben wir denn hier? Wir verlassen den Raum. Zack. Sind raus und gehen jetzt auf Stats. Und dann können wir jetzt sehen, wie das jetzt bisher so war. Wir sind Rang 9. 15 Runden gewonnen, 3 verloren, haben eine KD von 2.3, haben 3 Stunden und 7 Minuten eine Ingame-Spielzeit verbracht tatsächlich. Längste Session war 49 Minuten, okay, das ist echt lang. Haben Gold verdient, Räuberleiter geklettert 4 Mal, das ist aber nicht so viel. Und was haben wir hier? Ja, das ist halt die Waffe, mit der ich wirklich viel gespielt habe, muss ich gestehen, beim Schützen. Die habe ich ja gerade gewechselt gehabt, 2 Stunden, 3 Minuten sogar. Ist auf jeden Fall... ganz nice. Also, mir gefällt Warface sehr. Hier seht ihr nochmal die ganzen Spielarten, so heißt das. Gottes Willen, das ist mir gerade echt nicht eingefallen. Spielarten. Ihr könnt es euch selbst da reinziehen, wenn ihr da Lust habt. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr unten auf den Link klickt, euch das Spiel dann mal anschaut und mir dann Feedback gibt, ob ihr sagt, ihr findet es gut oder nicht. Denn ich mag es sehr, auch wenn mir jetzt irgendjemand sagt, nein, das ist nicht so ein tolles Spiel. Das ist dann deine Meinung. Meine Meinung ist, ich feiere das Spiel und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Danke nochmal an Warface für das Teil-Sponsoring der Japan-Reise. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Dran, wir sehen. Macht's gut und tschüss.